So Leute, ich habe jetzt was Besonderes für euch. Diese Mystic Booster, wenn ich es zeitlich richtig gerechnet habe, müssten die schon draußen sein, ansonsten kommen die demnächst. Aber das hier ist die Convention Edition. Im Dezember war ich ja auf dem Grand Prix in Bologna und da haben wir gedraftet damit. Und da habe ich mir tatsächlich einen so einen Booster jetzt mal besorgt. Auf dem Draft damals geholt. Und gucken wir uns mal an, was dieses Mystery Booster Convention Edition kann. Oh, ich bin schon nervös. Also ich bin richtig nervös bei diesen Boostern. Und jetzt ist es nichts mehr wert. Gucken wir uns das doch mal an. Als erstes haben wir Q of Beatles. 4x33 Eile. Und der Stack verändert sich in First In, First Out. Instead of Last In, First Out. Also statt von oben nach unten, arbeitet man immer von unten nach oben weiter. Das ist super dämlich. Aber man sieht auch hier, diese Karten, die sind in den normalen Mystery Boostern nicht dabei. Das sind nur die Convention Editionen. Und da sind die Karten mit bei. Sind nicht für Constructed Play, paar Commander-Spiele bei uns spielen die trotzdem. War eine Heidenfreude, die zu draften tatsächlich. Gucken wir uns mal weiter an. Affirmmental Shield. 2 Mana Convoke und eine Kreatur kriegt Unzerstörbarkeit. M15, hier ist die Edition. Für mich ist das ein Reprint-Set, aber Wizards macht ja keine Reprint-Sets mehr. Lightwalker. 2 Mana, 2-1 und fliegen, solange eine 2-1 Marke drauf hat. Aus Conspiracy. Wie gesagt, für mich ist das ein Master-Set. Aber da Wizards ja gesagt hat, sie machen keine Master-Sets mehr, dürfen sie das halt nicht offiziell machen. Deswegen haben sie den Frame beibehalten, haben nur hier unten diese kleine Dreckskugel dahin gemetzt. 6 Mana, 4-3, fliegen mit Cycling für ein blaues und wenn man den cycelt, kriegt eine Kreatur fliegend. Okay. Repulse. 3 Mana, man bringt eine Kreatur zurück auf die Hand und zieht eine Karte. Crackling M. 4 Mana, 2-2, fliegend, tappen, Spieler dabei verliert ein Leben. Aus dem Angel vs. Demonic. Mindrot. 3 Mana, ein Spieler wirft 2 Karten ab. Aus dem 16er Starterding. Torch Courier, 1 Mana, 1-1 Eile und man kann den Opfern und einer Kreatur Eile zu geben. Man macht ihm praktisch Feuer unterm Arsch. Dann Uncaged Fury, 3 Mana, eine Kreatur kriegt 1-1 und Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Aus M25, aus einem Reprint-Set, einem Reprint machen. Geil, Wizards. Das ist gar nicht mal so alt. Wrathsworn Halberd, für ein grünes. Das ist eine Ausrüstung und man kann es, wenn man es ins Spiel kommt, kann man es an Nicht-Human-Kreatur ausrüsten und dann kriegt +2/+1. Mangelhorn, 3 Mana, 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, zerstört man ein Artefakt und Artefakte vom Gegner kommen getappt ins Spiel. Weapon Trainer, 2 Mana, 3-2. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, die ein Equipment haben, kriegen +1/+0. Und unsere Rare, keine Rare. Was? Eine Common? Was? Prophetic Prison, 2 Mana, wenn ein Spiel kommt, zieht eine Karte. Tappen, für 1 Mana tappen, kriegt man eine blühe Farbe. Boah, geil! Cool, dieser Old Border Frame, Knight of the Dawn, 3 Mana, 2-2 Erstschlag, für 2 Mana kriegt der Schutz von der Farbe um einer Wahl. Und, oh wow, 1 Mana, 3-4, wenn er ins Spielfeld kommt, muss man 2 Energie bezahlen, wenn man das nicht tut, wird er wieder auf die Hand genommen und man kriegt eine Energie. Ja, ja, ja. Traurig, so ein cooles Booster, so viele coole Editionen. Viele Leute haben es noch nicht ganz verstanden, dass es einfach nur ein Master-Set ist, was halt auch alte Frames haben kann. Die Qualität ist halt nicht wie früher. Da hilft auch das Artwork nichts. Naja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.